Über diese spektakuläre Razzia sprechen wir mit Margherita Bettoni. Sie ist Reporterin beim Recherchezentrum Korrektiv und hat sich auf Mafia-Ermittlungen spezialisiert und Recherchen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was glauben Sie, wie wird die 'Ndrangheta diesen Schlag von gestern wegstecken? Das ist auf jeden Fall ein großer Schlag. Also es wurden etwa 170 Menschen verhaftet, darunter auch hochrangige Mitglieder des 'Ndrangheta-Clan Pharao. Sprich, der Clan muss sich erstmal jetzt neu organisieren. Die Art und Weise, wie da zusammengearbeitet wurde zwischen Deutschland und Italien, aus Ihrer Kenntnis heraus, ist das etwas Neues oder passiert das, ohne dass wir es groß mitbekommen, was wahrscheinlich auch besser ist, eh schon seit geraumer Zeit? Das passiert immer wieder. Also in diesem Fall war es so, dass eigentlich die Verhaftungen aufgrund eines EU-Haftbefehls, der von Italien ausging, erfolgten. Manchmal ist es sogar so, dass eben die Verhaftungen von Deutschland aus, von deutschen Ermittlern ausgehen. Und die Kooperation zwischen Deutschland und Italien ist auf jeden Fall sehr wichtig und passiert oft. Wenn wir jetzt mal nicht nur auf die 'Ndrangheta schauen, sondern auch noch auf die Camorra, auf die Cosa Nostra, wie stark sind die denn in Deutschland unterwegs? Kann man das überhaupt irgendwie beziffern in irgendeiner Weise? Ja, auf jeden Fall. Es gibt einmal die Einschätzungen vom BK, vom Bundeskriminalamt, der das eigentlich besagt, dass es in Deutschland ungefähr um die 550 aktenkündige Mafiosi leben, sprich Mafiosi, die den Ermittlern bekannt sind. Aber man kann locker eine Null noch dazu hinfügen, um auf die tatsächliche Zahl der Mafiosi zu kommen, der mutmaßlichen Mafiosi zu kommen, die in Deutschland leben. Wenn man nicht in Italien groß geworden ist, dort nicht gelebt hat, in anderen Ländern, man schaut da so ein bisschen drauf, als würde man einen Film schauen oder als hätte man zu viel Der Pate geguckt. Wie tief verankert sind mafiöse Strukturen in Italien und das, was jetzt passiert ist? Wie soll ich es formulieren? Man hat das Gefühl, ja, es hilft für den Moment, aber es ist wie eine Hydra. Hier haust du was ab, da kommt was dazu. Das ist tatsächlich eine der Probleme der Mafia. Die Mafia ist tatsächlich wie eine Hydra. Man schneidet einen Kopf und es wächst noch einer. In Italien ist das Problem, und nicht nur in Italien, will ich betonen, ist tatsächlich das Problem tief verankert. Auch in diesem Fall bei der gestrigen Operation wurden sogar Bürgermeister, Politiker festgenommen. Alleine daran merkt man, wie das Problem tief verwurzelt ist. Wie bekommen denn die mafiösen Gruppierungen und deren Bosse hochrangige Politiker dazu, bei ihnen mitzumischen? Ist es Erpressung? Hat man was in der Hand aus irgendwelchen Sachen, wo man sich vielleicht mal nicht richtig verhalten hat? Wie funktioniert sowas? Es geht eigentlich auf verschiedene Art und Weise. Eben oft ist es einfach auch alleine die Furcht, die bestimmte Leute haben vor diesen Menschen. Also es gibt so dieses Gesetz, der Gesetz der Omerta, also das Schweigegesetz nennen wir das halt auf Italienisch. Und das ist eben einfach tatsächlich die Angst, das Mitmachen, allein aus Grund der Angst, weil man weiß, was diese Leute, wozu diese Leute fähig sind. Wie haben sich die Mafiastrukturen in den vergangenen, sagen wir mal, 30, 40 Jahren verändert? Was sich verändert hat bei den Mafia-Gruppierungen halt aus Italien, ist auf jeden Fall, dass sie mit der Zeit gehen. Man muss sie sich vorstellen, man hat eben, wie Sie davor sagten, so ein bisschen das Gefühl, ja, ein Mafioso sei wie jemand aus Der Pate, so jemand, der mit einer Pistole rumgeht. So ist es längst eigentlich nicht. Das gibt es natürlich auch, aber die Mafia ist einfach ein internationaler Holding geworden, ist einfach ein Großunternehmen, das wie ein Großunternehmen denkt. Und wir haben auch hier in Deutschland immer mehr mit einer bürgerlichen Mafia zu tun, die sich einfach sehr gut in der Gesellschaft integriert und versteckt. Als jemand, der sich so intensiv damit beschäftigt, wie agieren Sie selber? Wie gefährlich ist das für Sie? Ich muss sagen, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Mafia hier in Deutschland möglichst wenig, und nicht nur hier in Deutschland, sie möchte möglichst wenig auffallen. Sie sind eben Geschäftsmänner. Sie möchten vor allem ihre Geschäfte machen, Gewinne erzielen. Dementsprechend, glaube ich, möchten sie zunächst Journalisten hier in Deutschland nicht bedrohen. Also bislang hatte ich noch keine Probleme. Ich glaube, die Menschen, die tatsächlich unter der großen Gefahr stecken, sind die ganz mutigen Lokalreporter, die halt vor Ort in Italien recherchieren, die tagtäglich mit diesen Menschen auch zu tun haben. Wir sehen ja schon einen gewissen, ich formuliere es mal vorsichtig, Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit, prekären Verhältnissen gerade im Süden Italiens und der Mafia, die dann versucht, bei gerade diesen jungen Menschen, die vielleicht keine Perspektiven für sich selber sehen, ranzukommen und die zu sich zu holen. Habe ich als junger Mensch eine Möglichkeit, mich zu wehren? Kann ich sagen, nein? Und wenn ich sage nein, welche Konsequenzen hat das? Selbstverständlich, man kann sich wehren, also nicht nur auch als junger Mensch, sondern generell. Also hier bei der Festnahme von gestern hier in Deutschland ging es auch darum, dass Restaurantbesitzer hier in Deutschland dazu erpresst
worden sind, bestimmte Produkte aus Italien zu kaufen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg auch eine Initiative seit 2014, ein zweisprachiges Mafia-Telefon, die Initiative Insieme Support, Gemeinschaft schaffen wir das, wo man anrufen kann und Hinweise geben kann zum Beispiel. Es gibt Möglichkeiten. Es ist gefährlich, aber man kann das machen, auf jeden Fall. Was für spannende Einsichten. Frau Bettoni, ich bedanke mich dafür. Danke auch.